Hallo und herzlich willkommen auf meinem wunderschönen Wanda ASMR Channel. Heute wieder die Tarot-Tageskarte und was sie für dich bringt. Das sagst du mir bitte in den Kommentaren. Das würde mich nämlich sehr, sehr interessieren. Ich mische die Karten. Und freue mich darüber, wenn du eine Karte ziehst. Dankeschön. Heute deine persönliche Tageskarte sind die Sattheit im Zeichen der Kelche. Ich sage dir jetzt, was das für dich zu bedeuten hat heute für deine Tageskarte. Da schaue ich in meinem schlauen Büchlein nach, das ist dieses hier. Der ganze Tarotautor heißt Aleister Crowley. Es gibt mehrere Tarotkarten, das ist einer der besten. Also nochmal kurz schauen. Kälte im Bereich der Kälte und es ist die Sattheit. So. Sieht die Karte von hinten aus, so von vorne. Malkus im Satz des Wassers. Mars in den Fischen. Die Kelche sind in Form des Lebensbaumes angeordnet, aber sie sind instabil und verschütten das Wasser des großen Lotus, der über ihnen hängt. Dies weist auf die ungestüme und gewaltige Kraft hin, die unvermeidlich jede scheinbare Vollkommenheit angreift. Ja, was bedeutet diese wunderschöne Tageskarte heute für dich? Bitte schreib mir das in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen, eure Wanda ASMR.